Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle. Nur die des Großinquisitors. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Boah, wie cool, jetzt spielen wir Hugo. Ich muss Mama finden. Oh. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Janneke. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Plague Tale Innocence. Wir spielen Hugo. Finde ich richtig gut. Die Ratte hat uns quasi den Weg frei gemacht. Und jetzt werden wir uns auf die Suche nach unserer Mutter machen, nach Beatrice. Wie cool das gemacht ist, ne? Ah, das feiere ich ja schon so ein bisschen. Okay. Natürlich. Oh, mein Kopf. Oh, wie cool das gemacht ist. Komm schon, weiter. Weiter, kleiner Mann. Also das passiert also in seinem Kopf, wenn er so Kopfschmerzen bekommt. Denn... Also wir wissen natürlich, was er hat. Aber warum er es hat, das wissen wir natürlich nicht. Hugo hat keine Waffe. Die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Schalt. Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Okay. Ich den nicht. Sind zwei, ne? Das macht auch keinen Sinn, hier lang zu gehen, oder? Da können wir hin. Guck mal. Und ich glaube, ich... Wo muss ich denn... Hä? Okay, warte mal. Dann müssen wir, glaube ich, da hinten in die Tür rein, richtig? Aber da ist doch der Typ. Wir probieren es einfach mal. Ich glaube ja nicht, dass... Nee, das war... Ja, das war eine echt blöde Idee. Aber, wo müssen wir denn da hin? Es ist jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Bald. Die Stunde der Beschwörung ist näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Müssen wir denn da hin? Okay, lass uns mal hier warten. Wo müssen wir... Oder geht das... Da geht's ja auch nicht weiter. Noch mal hier hin. Ich sehe halt nichts, ne? Aber da drauf macht auch keinen Sinn, oder? Müssen wir da rein?
Ich probiere das mal. Vielleicht müssen wir ja in diese... Da, wo er das Zeug drauf macht. Aber das ist ja so ein Schmelzofen, oder? Okay, warte mal. Das kriegen wir schon irgendwie... Das kriegen wir schon irgendwie hin. Nein. Nee, das kriegen wir nicht hin. Er macht das ja gleich nach oben. Alter, wo müssen wir denn da hin? Fuck, Alter, wo muss ich denn da hin? Was ist das da drauf? Kann ich das irgendwie nehmen? Er guckt ja auch überhaupt nicht, ne? Also der Typ da. Ist halt nur die Frage. Ist ja auch kein. Gibt's ja auch kein Rattenloch oder sowas, wo ich hin könnte. Weil wir probieren es mal. Wir probieren mal da drauf zu klettern. Dreh dich um. Ah, siehst du wohl. Okay, das ging doch eigentlich relativ gut. Da ist noch so ein Dude. Ja, voll die krass. Oh, das ist ganz schön groß. Wo ist Mama? Materie aller Materien. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Fuck, Alter. Ist da hinten hin? Der vielleicht? Da sind wir ja wieder auf der anderen Seite. Ah, guck mal, hier können wir hin. So, dann können wir hier weiter. Da kommt jemand. Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent, aber die Menge des rohen Episanguis schrumpft. Unsere Sammler fallen den Ratten zum Opfer. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab. Alter. So, wir gehen mal hier lang. Ich hoffe, das geht hier halbwegs. Da hinten geht's weiter. Das dumme Gefühl, dass er gleich hier wahrscheinlich gucken wird. Der Körper des Großinquisitors wird vom Biss überwältigt. Ach Scheiße. Angst, dass er seinen Geist angreift. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Alter, so. Vorsicht! Ja. Danke, Hugo. Gehen mal dahin. Oh, meine Fresse, ey. Spannend. Viel zu spannend. Aber cool, dass wir Hugo spielen. Finde ich echt gut. Hey, da unten. Das Destillat verdickt sich. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Okay, an dem müssen wir jetzt vorbei. So. Ich
komm schon, kleiner Mann. 20 Fässer. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Sein Glaube beschützt ihn. Er schützt uns alle. Ja. Oh Mann, ey, wo müssen wir denn jetzt hin? Dreh dich ja nicht um. Geh weg. Los, geh weg. Ich hab keine Angst, keine Angst. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Du auf der Liste? Ja, ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, und dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Das Ende des Bisses. Das wird ein Fest. Komm schon, sei mutig. Ja, sei mutig, du bist so lustig. Ich weiß sogar nicht, wo ich hin muss. Shit. Okay, er bleibt da stehen. Wo müssen wir denn hin? Alter, ey. Ja, aber der sieht uns nicht, ne? Das ist ja gut. Der bleibt da stehen. Okay. Ja, wo muss ich denn da hin? Okay, hier lang. Puh. Krasse Nummer. Okay. Ich versuch mal hier hin. Ah. Ach du Scheiße. Keiner hat dich gesehen, wie Melly. Boah. Okay, jetzt müssen wir das. Er versteckt mich. Verfluchter Episanguis-Dampf. Ich werde noch blind von dem Zeug. Ganz sicher. Okay. Verdammt. Nein. Komm schon. Ja. Kommen wir da rein, glaube ich. Oh, jojojojojojojo. Komm schon. Alter. Geil. Okay, das lief doch eigentlich recht gut. Okay, weiter. Schaffst das, Hugo? Nein, nee, ich weiß, du hast keine Waffen. Hallo? Ist hier jemand? Ich hoffe nicht. Es reicht! Ich verlange sofort Vitalis zu sehen. Der Großinquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst. Monseigneur, die Mission des Großinquisitors... Oh, mein Kopf. Psst, leise. Komm schon, kleiner Mann. Mama, wo bist du? Und ihr, komm schon. Ihr alle folgt ihm auf seinem Pfad zur Hölle. Wählt eure Worte mit Bedacht, Exzellenz. Bei eurem Rang solltet ihr achtsam sein. Das ist Wahnsinn.
mir sicher. Nein, 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 nein. Aua. Niemand in Sicht. Uch. Naja. Okay. Oh nein, nein, er darf mich nicht sehen. Oh Gott, geht das hier vielleicht rein? Will ich nicht. Wir müssen dran vorbei. Aber wie schaffen wir das? Ah, okay, jetzt weiß ich wie. Oh, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah, richtige Entscheidung. Magister. Der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen Justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Roon. Weiter! Sie sprechen über mich. Ja, sie sprechen über dich, Hugo. Du jetzt aufstehst, ne? Ziemlich sicher, dass der uns mit Sicherheit auch sehen wird, oder? Nein. Was ist das? Nein. Ach, scheiße. Der hat sich aber auch echt blöd dahin verirrt. Okay, das wissen wir ja, wie das geht hier. Oh nein, nein, er darf mich nicht sehen. Tut er nicht. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Aha. Okay. So, einmal hier rein. Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen Justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Roon. Weiter! Sie sprechen über mich. Dass den kleinen Mann keiner hört, ne? Noch mal wieder. Der ist da. Können wir denn da rein? Du kommst jetzt nicht ernsthaft wieder hierher. Wo kann ich mich Wenn verstecken? Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Die Anwesenheit von Erzbischof Gauthier sagt eine Menge. Der Hof des Papstes ist besorgt. Das sollte er auch. Er hätte eingreifen sollen, als er noch die Gelegenheit hatte. Wehe, du kommst hier rum. Wehe, du Arschgeige, kommst hier rum. Hau ab. Nein, oh, das gibt es doch nicht. Alter. Ah, cool, wir haben hier. Wir haben hier gespeichert, sehr gut. Okay, er geht also auch weg. Also er kommt gleich wieder. Er geht auch weg. Okay. Oh, was diese kleinen... die beiden kleinen Kinder abkönnen müssen, ne? Also was die so erleben müssen.
was die so erleben. Es ist ja eigentlich jenseits von Gut und Böse. Die Prima Macula. Am Rande der ersten Schwelle verschlingt sie den verlorenen Träger oder schreitet neben dem, der sie zähmt. Meister oder Sklave, Ordnung oder Chaos. Aber wie können wir sicher sein? Jeder sieht uns hier. Hoffe nicht. Let's go. Komm schon. Die Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama! Halt doch die Klappe! Zuck, ich hab keine Ahnung, ob das hier richtig ist. Ich glaube eher nicht. Gar keinen Sinn hier zu sein, so. Aber doch, jetzt müssen wir's. Jetzt müssen wir. Alter! Ist knapp. Kommt er gleich wieder? Hab ich gedacht. Okay. War gleich gut. Müssen wir gut timen gleich. Geh weg. Nächster Raum. Siehst du, Amicia, ich hab Mama gefunden. Was? Wenn ich jetzt wüsste, wo es hier lang geht. Hier ist einfach alles so groß. Okay, ich sehe gar nichts. Sind hier eine Wache. Okay, wir müssen weiter in den Keller. Der Mann, wer ist das? Der Erzbischof. Ist das? Ja, die Frage ist ja, wie kommen wir da jetzt? Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Bringt ihn herein. Vitalis. Monsignor Gucci, hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub. Es ist wichtig.
Wir haben das Blut von Hugo de Rune. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch, Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben. Doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Allerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fahrt fort. Oh. Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Rune wieder bei Bewusstsein ist. Aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Okay, aber leise. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Narren. Doch der Bruder, er ist einzigartig. Er begreift vielleicht. Einzigartig? Ich bin einzigartig. Rührt euch! Ad Ignem. Ad Lucem. Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adern. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Ich muss da durch. Irgendwie. Irgendwie muss ich dahin. Heilige Scheiße. Der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Der Himmel. Senor Nicolas, Glückwunsch zur Gefangennahme des Jungen. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Pah! Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit ihr machen? Oh. Ja, geht. Schnell. Na Scheiße, wo muss ich denn hin? Der Typ. Ach hier. Okay.
Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich jetzt gesehen oder so. Aber keine Ahnung, wo ich. Wo muss ich denn hin? Hoffentlich hier rein. Da ist er. Das ist aber nicht so nett. Oh nein, woanders lang, schnell! Hauptmann, man hat mir gesagt, der Träger der Makula sei hier. Stimmt das? Das Kind hat sich heute Morgen selbst gestellt. Anscheinend gab es eine Meinungsverschiedenheit mit seiner Schwester. Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute... Nein! Oh, wer war das denn? Ach, shit! So, na gut. Woanders lang, schnell! Hauptmann, man hat mir gesagt, der Träger der Makula sei hier. Stimmt das? Das Kind hat sich heute Morgen selbst gestellt. Okay. Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden, wenn wir nichts unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann lasst uns beten, dass Vitalis Beschwörungszeremonie tatsächlich stattfindet. Wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. Da wahrscheinlich. Scheiße. Ratten. Überall Ratten. Oh, hallo, so Ratten. Sag mal, eure neuen Ratten hier. Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Ist er gut oder böse? Mir. Nein. Hilf mir! Was hat er denn nun schon wieder? Hey, dirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein! Ihr werdet alle zur Hölle fahren, ihr und eure verfluchten Ratten! Boah, Alter. Das war wahrscheinlich meine Chance, wa? Hier unten gibt's das Blutbad. Alter Schwede. Was ist das? Gar nichts. Das sehe ich mir an. Nein. Ja, du kannst doch nicht durch den Tisch gucken. Okay. Rein gar nichts. Puh. Ja, ich weiß. Ist ja auch nix. Digga. Alter! Ich muss näher ran. Ist nicht zu sehen. Na gut. Da komm ich doch. Was ist das da drüben? Das ist doch voll Käse, wie soll ich denn den da wegschaffen?
sehe nichts Außergewöhnliches. Durch? Tatsächlich. Genießt die Ruhe. Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Sie sollen eure Kinder sein. Alter Scheiße. Euer Stolz. Das ist schrecklich. Das ist richtig schrecklich. Wie, du drehst dich um, du Arschgeige. Da lang. Schnell, 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 schnell. Da ist der. Ihr geht Mama holen. Ist noch jemand hier? Alter Schwede! Wie spannend ist denn die Folge? Wenn sie ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Oh, schon wieder. Nikolas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Drohnen. Geschieht ihr recht. So eine gebildete Frau. Sie hätte sich uns anschließen sollen. Sie ist viel zu stur. Aber damit wird unser Folterknecht schon fertig. Sie muss in der Nähe sein. Das glaube ich auch. Weiß nur nicht wo. Hier wohl nicht, was? Okay, hier nicht. Da womöglich. Wir können nicht weg. Okay. Dann vermutlich da hinten. Lasst mich wenigstens da draußen sterben. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Ach, Dreckskerl. Da ist er. Hey, Kleiner. Was zum Teufel machst du hier ganz allein? Die Alchemistin? Gute Güte, du solltest nicht... Ich muss gehen. Wiedersehen. Man weiß ja nie, was links und rechts ist, ne? Hier ist ein kleines Rattennel. Magistra de Ruhe. Ja, redet mit zum Mama. Letzten Mal. Werdet ihr meine Fragen beantworten? Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal eures Gatten hinweg? Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Oh nein, ihr kommt zurück. Schnell verstecken. Komm schon. Mutti? Mama? Ah. Mama. Hugo? Aber sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Du musst gehen. Wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Hugo, haben sie dir Blut abgenommen? Oh mein Gott. Hör zu, Hugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Kommst du dorthin?
Gut, dann los. Geh. Aber meine Freunde, sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Das mache ich. Aber in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.